Herzlich willkommen, ihr lieben Jungfrauen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer allgemeinen intuitiven Monatslegung für den Monat August 2021. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wie immer begrüße ich alle ganz herzlich zurück, alle Abonnenten, alle, die hier regelmäßig zuschauen und natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für eure Abos, für eure Likes, für die Kommentare und auch natürlich die wunderschönen Botschaften, die mich per E-Mail erreichen. Ein ganz herzliches Dankeschön auch natürlich an alle Menschen, die den Kanal mit den Spenden unterstützen. Und ich möchte natürlich auch alle begrüßen, die zum allerersten Mal hier mit dabei sind bei Kings & Queens Tarot. Und hier möchte ich auch noch ein paar Worte erklärend loswerden zu Beginn. Es ist also, wie schon erwähnt, eine allgemeine und auch intuitive Legung. Das kann durchaus auch bedeuten, dass der ein oder andere von euch sich hier nicht so widergespiegelt sieht in der Legung. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch eines der anderen Videos anzuschauen zu eurem Aszendenten, zu eurem Mond oder auch zu eurer Venus. Und dann findet ihr dort eventuell ergänzende Botschaften oder eben auch die Botschaften, die für euch von besonderer Bedeutung sind. Wer ganz konkrete Fragen hat, ist eingeladen, unten mal in die Videobeschreibung zu schauen. Und da findet ihr dann auch den Link zu meiner Website. Und darüber könnt ihr mich natürlich sehr, sehr gerne auch direkt kontaktieren. Ja, die Bereiche, die ich anspreche, sind für gewöhnlich Beruf und oder auch Partnerschaft. Und Partnerschaft bezieht sich hier nicht nur auf, oder Beziehungen, sag ich mal so, beziehen sich hier nicht nur auf romantische Beziehungen. Es können durchaus auch familiäre, freundschaftliche oder auch kollegiale Beziehungen sein, die hier angezeigt werden. Das ein oder andere müsst ihr so ein bisschen auf eure ganz persönliche Lebenssituation vielleicht übersetzen. Ich schaffe es nicht, alles anzusprechen und die Videos einigermaßen kurz zu halten. Ja, und ansonsten, Königinnen und Könige haben sich zwar bei euch noch nicht gezeigt, aber wenn die noch auftauchen, sind die Geschlechter unabhängig, können sowohl Männer als auch Frauen anzeigen. Sie können andere Personen anzeigen, mit denen ihr im Moment vielleicht besonders zu tun habt, aber durchaus auch eure eigene Energie widerspiegeln. Und zwar geben die Könige so die äußere Handlungsebene wieder, also wie ich mich in einer Situation verhalte. Und die Königinnen wiederum, ja, beziehen sich eher so darauf, wie ich innerlich mit einer Situation umgehe. Ja, ich hoffe, wie immer, dass ich nichts vergessen habe. Und auch wie immer lege ich hier los mit der ersten Karte, die ja durchaus so ein bisschen als Themenkarte verstanden werden kann. Die gibt also schon so die energetische, den energetischen roten Faden wieder, der sich hier durch den kommenden Monat zieht. Und ja, der Magier hat auch durchaus, oder ja, es gilt durchaus auch unter anderem als Jungfrau-Karte, weil der Magier natürlich unter Merkur steht und auch das Jungfrau-Zeichen von Merkur besetzt wird. Ja, generell, ja, der Magier mit dem Thema zu tun, zum einen mit dem freien Willen, ja, agieren aus dem freien Willen, aber es geht vor allem auch um das Erkennen des eigenen Potenzials, ja. Er kann hier sich natürlich auf ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche beziehen. Ja, es könnte sein, also die letzten, ja, anderthalb Jahre, das letzte Jahr hindurch und auch so die letzten Monate waren, glaube ich, die Jungfrau-Legung oft bestimmt von bestimmten Beziehungsformen, die relativ anstrengend waren, was hier auch nochmal so ein bisschen auftaucht mit der Teufelkarte. Ja, und es könnte durchaus sein, dass der Magier hier darauf hinweist, dass ihr anfangt, nicht nur, ja, wie soll ich sagen, die Situationen oder bestimmte Personen im Außen in den Fokus zu stellen, sondern anfangt, mehr auch eure eigenen Bedürfnisse mal wahrzunehmen und auch die jetzt vielleicht eher so ein bisschen
in den Vordergrund treten. Ja, was möchte ich eigentlich? Oder wie gehe ich vielleicht auch mit einer neuen Situation um? Ja, wenn Trennungen stattgefunden haben oder generell berufliche Veränderungen oder andere Veränderungen in eurem Leben stattgefunden haben, ja, dann könnte der Magier so ein bisschen auf diese Frage hindeuten: Was ist für mich jetzt das Richtige? Was möchte ich vielleicht umsetzen? Was habe ich vielleicht zuvor zurückgestellt, weil ich ja für andere da sein wollte oder weil ich in bestimmten Situationen gebunden war. Und ja, wo ich jetzt ein neues Potenzial sozusagen für mich vielleicht auch geschaffen habe. Der Magier hat auch so ein bisschen damit zu tun, mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, sich gewahr zu werden, dass im Prinzip alles in mir schon vorhanden ist, ja, um meine Wünsche umzusetzen, um meine Bedürfnisse zu erfüllen und ähnliches. Sprich, hier geht es auch so ein bisschen um den Mut, für sich selbst einzutreten, neue Projekte vielleicht auch zu starten. Ja, der Magier hat ja die numerologische Ziffer 1, das ist eine aktive Zahl, ja, das ist eine vorwärtsgerichtete Zahl. Ja, und ich denke, das steht hier alles so ein bisschen auf Neustart bei euch. Ich lege wie immer Klärungskarten dazu. Ja, hier haben wir schon mal die Todkarte und die 6 der Kelche. Ja, und die Todkarte, Skorpionkarte, 2 Skorpionkarten haben wir hier übrigens. Steht ja für Transformation, oft einhergehend, ja, mit einem Abschluss, der stattfindet, und aber dann nach einem Abschluss natürlich auch ein Neustart, der sich dem Abschluss anschließt. Also hier auch nochmal durchaus eine Bestätigung, dass ihr in transformativen Prozessen steckt, wahrscheinlich durchaus in unterschiedlichen Entwicklungsschritten. Ja, für den einen geht das gerade erst los, andere haben die transformative Arbeit vielleicht schon eher hinter sich. Ganz interessant ist hier die 6 der Kelche, denn diese Karte hat ja zwar zum einen, kann die mit dem Thema Rückkehr zu tun haben. Sprich, es könnte durchaus sein, dass hier bestimmte Orte oder auch bestimmte Personen, bestimmte Fähigkeiten, Talente, berufliche Fähigkeiten wieder eine Rolle spielen, die, wie gesagt, vielleicht eine ganze Weile hinten angestanden haben, vielleicht ein bisschen verdrängt worden sind, vielleicht sogar vergessen worden sind, ja, weil andere Dinge einfach wichtiger waren oder ja, andere Dinge in den Vordergrund gestellt habt, die jetzt aber wieder auftauchen, wo man jetzt das Gefühl hat, ich möchte hier vielleicht einen alten Kontakt erneuern oder ich sehne mich nach einem Ort, an dem ich zuvor schon mal gelebt habe, oder ich möchte eine bestimmte berufliche Tätigkeit ausüben, mit der ich mich zuvor schon mal beschäftigt habe und ähnliche Themen. Ja, manchmal, wie gesagt, spielen hier auch besondere Menschen eine Rolle, die hier eventuell wieder ja verstärkt von Bedeutung sind. Ja, okay. Ja, die nächste Karte ist die 8 der Stäbe, die Hochenergiekarte, die für gewöhnlich dafür steht, dass hier einiges in Umbruch kommt oder auch schon sich im Umbruch befindet. Die kann zu tun haben mit Reisen, die kann zu tun haben mit räumlichen Veränderungen, ja, Umzüge oder eine Veränderung im beruflichen Bereich, ja. Die kann auch mit verstärkter Kommunikation zu tun haben. Wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass hier Personen wieder eine Rolle spielen in eurem Leben, mit denen möglicherweise hier ein reger Austausch stattfindet. Und es ist auch eine Karte, die ganz viel mit Inspiration und Ideenreichtum zu tun hat. Manchmal rate ich hier so ein bisschen zur Mäßigkeit, zur Geduld, ja, sich nicht zu schnell jetzt vielleicht in was hineinzustürzen, sich nicht zu schnell, zu unüberlegt, zu impulsiv in was hineinzustürzen, was so als Möglichkeit auftaucht, ja. Das kann manchmal so ein bisschen in der negativen Schwingungsebene dieser Karte liegen, dass man gerade, wenn hier vielleicht blockierende oder herausfordernde, anstrengende Phasen hinter einem liegen, ja, dass man sich hier
ja, so ein bisschen überschnell auf neue Möglichkeiten stürzt. Da rate ich eher, noch mal 2, 3 Nächte drüber zu schlafen, sich die Dinge noch mal durch den Kopf gehen zu lassen und zu schauen, ob das langfristig auch immer noch so eine Faszination ausübt oder ja, man immer noch begeistert davon ist. Ich möchte nicht sagen, dass die Dinge, die hier mit 8 der Stäbe angezeigt werden, schlecht sind, ja, aber die können manchmal ein bisschen ja, zu impulsiv entschieden werden und dann vielleicht langfristig keine so günstige Entwicklung einfach nehmen. Ja, das Ass der Schwerter zeigt sich hier zum zweiten Mal und der Eremit auch der zum zweiten Mal. Ja, ja, ich denke, das greift schon so ein bisschen das auf, was ich hier dazu gesagt habe. Ja. Das Ass der Schwerter kann oft mit Trennungen zu tun haben, mit Veränderungen zu tun haben, die man aus einem eigenen Erkenntnisprozess heraus trifft. Ja. Ja, das Ass der Schwerter ist das Ass der eigenen Wahrheit, der eigenen Wahrhaftigkeit, der eigenen Klarheit. Ja. Hier werden auch oft gewisse Wahrheiten ausgesprochen oder es kommen gewisse ja, größere Zusammenhänge werden hier vielleicht sichtbar, ja, die man vorher nicht so durchschauen konnte. Wie gesagt, hier liegt ja irgendwie was im Hintergrund, was darauf hindeutet, dass hier keine, ja, nicht ganz einfache Situation Bestand hatte, vielleicht für einige immer noch Bestand hat. Ja. Kommunikation scheint hier in irgendeiner Form eine Rolle zu spielen für einige, aber auch neue Ideen. Trotzdem, der Eremit ist ja eine Jungfraukarte, ja, und der hat ganz, ganz stark diese Bedeutungsebene, die Dinge zu überdenken, sich Zeit zu lassen, auch eine gewisse Analyse anzugehen, ja. Entscheidungen daraus zu treffen, was für einen letztendlich tatsächlich das Richtige ist. Ja, wie gesagt, wenn hier Inspirationen und Anregungen von außen kommen, müssen die nicht zwingend falsch sein, ja, oder ungünstig sein. Ihr solltet aber euch, wie gesagt, trotzdem die Zeit nehmen, innere Gewissheit darüber zu erlangen und in euch selbst zu prüfen, ja, ist das was, womit ich langfristig zufrieden bin, ja, wo ich eine langfristige günstige Entwicklung für mich abschätzen kann. Ja, also auch der Ritter der Schwerter geht in eine ähnliche Richtung, ja, weil der Ritter der Schwerter, der zeigt manchmal so ein bisschen die Flucht nach vorne an. Vor allem, wenn eine belastende Situation im Hintergrund liegt, vielleicht gerade den Abschluss gefunden hat, dass man dann so die Tendenz hat, ja, jetzt möglichst schnell alles neu haben zu wollen im Leben, ja, möglichst schnell sich ja, eine Distanz zu schaffen zu dem, was hier einfach belastend war, was anstrengend war, was auslaugend war. Und dann stürmt man vielleicht so ein bisschen zu schnell in eine Richtung, die, wie gesagt, langfristig dann vielleicht nicht ganz so günstig ist. Ja? Deswegen hier, denke ich, taucht der Eremit auch zum zweiten Mal auf. Lasst euch Zeit damit, wenn irgend möglich. Überlegt die Dinge, analysiert die Dinge, versucht so den größeren Blick auch auf eine langfristige Entwicklung einfach zu bekommen und nicht nur zu schauen, ist das jetzt was, was kurzfristig für mich einen gewissen Zweck erfüllt, aber langfristig vielleicht eben nicht so sehr. Ja, also manchmal steht der Ritter der Schwerter auch für Auseinandersetzungen. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass für den einen oder anderen gewisse Themen noch nicht ganz den Abschluss gefunden haben. Je nachdem, welche Situation hier für dich ganz speziell im Hintergrund liegt, ja, wenn hier vielleicht noch Vertragsbindungen sind oder ihr vielleicht aus einer inneren Trennung steckt und ihr habt gemeinsame Kinder. Sprich, da ist es dann vielleicht nicht möglich, direkt mal so einen ganz radikalen Kontaktabbruch zu durchlaufen. Da kann es durchaus sein, dass hier immer wieder auch noch mal so vielleicht Konflikte aufflammen oder
ja, eine Kommunikation stattfindet, die eben nicht so ganz einfach ist. Wenn der Ritter der Schwerter in solchen Zusammenhängen auftaucht, rate ich immer, möglichst in irgendeiner Form diplomatisch zu bleiben, zu versuchen, lösungsorientiert mit der Situation umzugehen. Gelingt natürlich nicht immer, aber das sei noch mal gesagt und erwähnt an dieser Stelle. Ja, sechs der Stäbe, der Turm und die drei der Schwerter. Ja. Na. Ja, ich denke, die sechs der Stäbe könnte hier so ein bisschen ambivalent auftauchen, sprich in ihren zwei Bedeutungsebenen, denn ja, es ist die Karte des Siegeszuges. Ja, da steckt natürlich schon drin, dass zuvor in irgendeiner Form eine Konfliktsituation bestanden hat, weist aber eben darauf hin, dass man vermutlich in irgendeiner Form auf die Füße fällt, auf den Füßen landet. Ja. Nichtsdestotrotz in der niederen Schwingungsebene ist es eine Karte, die mit dem Ego zu tun hat. Ja, sprich, es könnte sein, dass ihr mit jemandem zu tun habt, der sich vielleicht auch nicht so ganz fair verhält, ja, weil das Ego verletzt ist. Wie gesagt, es kommt so ein bisschen drauf an, was die Situation konkret ist, mit wem ihr es auf der anderen Seite zu tun habt. Ja. Auch der schnelle Erfolg könnte also hier damit angezeigt sein, ja, dass hier in irgendeiner Form was auftaucht für euch, was so einen schnellen Erfolg, vielleicht auch eine schnelle, wie soll ich sagen, so einen schnellen Kick für Selbstbewusstsein, für Selbstvertrauen verspricht, aber langfristig vielleicht nicht so haltbar ist. Also achtet so ein bisschen darauf, worauf ihr euch einlasst und lasst und aus welcher Motivation ihr euch darauf einlasst. Ja, ich denke, der Turm ist das, was hier im Hintergrund stattfindet, zusammen mit den drei der Schwertern. Ja, der Turm hat oft mit tiefgreifenden Veränderungen eben auch zu tun. Dinge, die hier, ja, also der hat eben auch oft mit gewissen Illusionen zu tun, ja, Erwartungshaltungen, die man hatte, die sich nicht so erfüllt haben. Allerdings weist der Turm auch oft darauf hin, dass man relativ lange an der Situation festgehalten hat, weil man entweder nicht erkennen wollte oder nicht erkennen konnte, dass die Situation letztendlich am Wackeln ist, vielleicht auf Sand gebaut ist, schon von Beginn an. Ja, da gab es oft schon Anzeichen im Vorfeld, dass die Dinge sich schwierig entwickeln könnten. Ja, und auch diese drei der Schwerter hat oft mit Enttäuschungen zu tun, enttäuschten Erwartungshaltungen zu tun. Ja, es geht hier nicht um, bitte nicht falsch verstehen, um Schuldzuweisungen, ja, sondern eher der Hinweis darauf, jetzt mutig mit diesen Veränderungen auch umzugehen, weil, wie gesagt, dass die Situation im Hintergrund ist wahrscheinlich schon länger nicht so günstig, entspricht schon länger nicht mehr dem, was ihr wahrhaftig eigentlich wollt, was wahrhaftig eigentlich auch in euch steckt. Ja, ja. Aber ich denke, hier wird jetzt Raum geschaffen für einen Neubeginn. Ja? Und dieses Raum schaffen für Neubeginn ist nicht immer einfach. Das kann durchaus ein schmerzhafter Prozess sein. Wie gesagt, hier sind oft Enttäuschungen im Spiel. Je nachdem, das kann für manche eine Situation sein, die seit Jahren Bestand hatte. Ja? Und wo man also dementsprechend auch viel investiert hat, vielleicht an Energie, vielleicht an materiellen Gütern, an Geld und so weiter. Ja, und jetzt irgendwann ist kein daran Vorbeikommen mehr gibt, sozusagen, dass die Situation in der Form sich nicht aufrechterhalten lässt. Und es kann schon eine Situation natürlich sein, an der man ein bisschen zu knabbern hat. Ja, zeigt hier auch die vier der Kelche, wobei die vier der Kelche zu den Karten gehört, die mit Perspektiven zu tun haben, mit Blickwinkel zu tun haben. Und die vier der Kelche hat eben damit zu tun, dass man vielleicht für eine ganze Weile
eher das im Blick hat, was verloren gegangen ist, was an Enttäuschungen passiert ist, was nicht in Erfüllung gegangen ist, wie gesagt, vielleicht auch noch einiges an Verlusten zu verschmerzen sind. Aber es gibt hier, wie gesagt, auch neue Türen, die sich öffnen, neue Möglichkeiten, neue Angebote aus dem Universum. Die können wir aber, mit denen können wir nur arbeiten, die können sich für uns nur erfüllen, wenn wir sie auch wahrnehmen, wenn wir uns dafür öffnen. Ja, und wenn ich sozusagen den Fokus ganz stark auf der Negativität, auf der dunklen Seite sozusagen habe, fällt es mir natürlich schwer, ja, hier gewisse Angebote und Möglichkeiten wahrzunehmen, die eigentlich da sind. Ja. Ja. Die 4 der Kelche kann natürlich auch mit einer Gegenreaktion zu tun haben, sprich, dass jemand hier, wie soll ich sagen, ziemlich säuerlich vielleicht darauf reagiert, dass ihr jetzt neue Entscheidungen trefft und euch in neue Richtungen orientiert. Ja. Ja, also Ritter der Kelche und 4 der Münzen zeigt sich hier, ja. Auch die 4 der Münzen ist eine sehr ambivalente Karte. Ja, die hat viel zu tun mit dem Thema Festhalten. Ja, festhalten auch an vielleicht schwierigen und ungünstigen Situationen, einfach weil zu viel Angst da ist, was passiert, wenn ich mich auf Veränderung einlasse. Ja. In der hohen Schwingungsebene ist es allerdings auch eine transformative Karte und zeigt dann an, dass ich mich löse aus dem Festhalten und in die Fähigkeit komme, aus meiner Herzenergie, aus meiner Herzebene heraus, aus einer inneren Gewissheit und Überzeugung heraus, einer inneren Stabilität heraus zu handeln und zu agieren. Ähnliche Bedeutung hat hier der Ritter der Kelche. Oder kann der haben, ja, auch der hat unter anderem die Bedeutung, dem eigenen Herzen zu folgen. Auch, ich denke, so ein bisschen Transformation ist für die meisten hier angezeigt, rauszukommen aus diesem Wunsch, aus dem Bedürfnis, eine alte Situation, einen alten Status quo zu bewahren. Und hier in diese Öffnung zu kommen, die ich angesprochen habe, zu erkennen, okay, ja, also die Situation ist bisher nicht so schön, nicht so günstig. Ich öffne mich aber geistig und dadurch stelle ich fest, ja, es gibt Alternativen, es gibt neue Möglichkeiten und ich kann die auch ergreifen. Ja, ja, es kann hier für einige. Naja, für manche, sag ich mal, noch eine andere Situation angezeigt sein. Sprich, die Hoffnung, dass der alte Status quo doch noch in die Veränderung kommt. Ja, dass die Situation sich also nicht grundlegend und in der Tiefe ändert, sondern dass eine Situation, die schon Bestand hat und schwierig verläuft, dass sie die sich vielleicht doch noch zum Günstigen wandelt. Ich denke, das ist eine Hoffnung, die besteht, aber die sich, wenn ich die weitere Entwicklung so anschaue, vermutlich nicht so wirklich erfüllen wird. Ja, dann ist das hier, diese 4 der Kelche, eine tatsächliche Verweigerungshaltung und letztendlich die 4 der Münzen auch. Dann sträube ich mich dagegen, mich auf diese Veränderungen, diese tiefgreifenden Veränderungen, die hier eigentlich anstehen, auch tatsächlich einzulassen. Ja. Der freie Wille gilt. Ja, jeder muss natürlich seine eigenen Entscheidungen treffen. Es könnte allerdings sein, dass der Weg dadurch ja, sich einfach verlängert und möglicherweise auch noch ein bisschen steiniger wird, als er im Moment schon ist. Ja, wie gesagt, das wird hier nicht für alle gleichermaßen sich entwickeln. Jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber ich denke, die Menschen, die hier einfach sich nicht lösen können, ja, an gewissen Hoffnungen festhalten,
machen es sich wahrscheinlich nicht zwingend einfacher. Ja. Ja, also hier haben wir die Gerechtigkeit und das ist eine der großen Entscheidungskarten. Ja, Entscheidungen fallen hier an, wie gesagt, aus der eigenen Überzeugung, aus der eigenen Wahrhaftigkeit heraus, aus dem, was für einen selbst das Richtige ist. Ja. Damit hier Dinge in Balance kommen, die nicht in Balance waren, für einige seit langer Zeit nicht in Balance waren. Ja. Die Gerechtigkeit kann auch mit Verträgen zum Beispiel zu tun haben, in jedweder Form. Hier könnte es um Besitztümer gehen, es könnte sich um Arbeitsverträge handeln, Scheidungen und so weiter. Alles, was mit einer gewissen Öffentlichkeit zu tun hat, wie gesagt, vertragliche Verbindungen, die müssen nicht zwingend schriftlich sein. Ja, es können auch mündliche Verpflichtungen sein, natürlich. Aber mir scheint, hier steht was an, möglicherweise also eigene Entscheidungen und für manche auch Entscheidungen, die sozusagen an anderer Stelle vielleicht auch noch getroffen werden. Die Gerechtigkeit kann Gerichte anzeigen, gerichtliche Entscheidungen anzeigen, Mediatoren und alles, was nochmal so ein bisschen eine übergeordnete Entscheidungsfähigkeit einfach darstellt. Ja. Ja. Ja, zwei der Schwerter, auch die gehört zu den Entscheidungskarten. Und beides sind vage Karten. Also hier dreht es sich auch um Entscheidungen, die nicht nur euch betreffen, sondern wahrscheinlich eben auch andere Menschen oder Identitäten betreffen. Ja, und die zwei der Schwerter hat mit Unsicherheiten zu tun. Was ist das Richtige? Und für gewöhnlich weiß das Herz, und ich möchte hier an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wenn ich hier das Herz anspreche, gerade wenn es um Entscheidungen geht, dann ist das Herz als Instrument, als Verbindungsinstrument der eigenen Intuition, des eigenen höheren Seins selbst sozusagen auch gemeint, ja. Nicht zwingend das romantische Herz, das höher schlägt, wenn man verliebt ist, sondern diese tiefe intuitive Verbindung. Und die sagt uns für gewöhnlich, Entschuldigung, ja, was das Richtige ist. Es ist oft der Kopf, ja, der hier nicht so richtig hinterherkommt, ja, der zu Ängsten und Zweifeln dann natürlich auch neigt. Allerdings dann oft nicht zwingend der beste Ratgeber auch ist, ja, also es ist meistens ratsam, hier sich auf eine tiefere Ebene auch einzulassen, zu versuchen zu schauen, was sind die Botschaften auf dieser tieferen Ebene. Wie gesagt, ich denke, Entscheidungen werden getroffen jetzt im August. Ja, und ganz schön ist diese 10 der Stäbe, und das ist ja die negative Stresskarte. Sprich, die Entscheidungen, die hier anstehen, werden ziemlich sicher dazu führen, dass hier diese belastende Situation zum Ende kommt, wie auch immer die aussieht. Ja, nicht abrupt, aber stückchenweise wird es weniger stressvoll, weil ich vielleicht eben auch für mich annehmen kann und verstehen kann, dass ich diese ganzen Belastungen hier auch nicht mehr weiterzutragen habe. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich einige unter euch geben, die sich wirklich schwer tun damit, hier was Altes loszulassen, weil so viele Hoffnungen, so viele Erwartungshaltungen hier drin gesteckt haben, so viel Energie vielleicht auch schon da drin gesteckt hat. Ja, was auch durchaus zu dieser Unsicherheit mit beitragen kann. Aber wie gesagt, ich denke, langfristig werdet ihr euch nicht zwingend einen Gefallen damit tun, diesen Entscheidungen auszuweichen und weiter an Hoffnungen festzuhalten. Ja,
Also der Teufel zeigt sich ja hier in der zentralen Position. Ist natürlich eine Karte, die mit diesen Themen ganz, ganz viel zu tun hat. Ja, man glaubt, man kann nicht anders aus den eigenen Erwartungshaltungen heraus, weil man das Gefühl hat, es bestehen vielleicht noch irgendwelche Verpflichtungen aus, ja, falschen Hoffnungen vielleicht auch heraus, ja, aus Ängsten heraus, was auf einen zukommt, wenn man die Situation loslässt. Hier können auch durchaus Co-Abhängigkeiten eine Rolle spielen bei dem Teufel, ja. Keine so ganz einfache Karte. Trotzdem, ja, möchte ich nochmal darauf hinweisen, es liegt an uns selbst, und zwar aus diesen Entscheidungen, und zwar auch Entscheidungen, wie gesagt, aus der eigenen Wahrhaftigkeit heraus, sprich mit sich selbst ehrlich zu sein, ja, mit denen wir uns hier lösen können. Ja, es ist letztendlich genau dieses Schwert, das die Ketten hier durchtrennen kann. Ja. Ja, ich denke, diese beiden Klärungskarten, drei der Stäbe und der Ritter der Münzen, auch die tauchen hier sehr ambivalent auf. Ja, für manche zeigen die genau dieses Ausharren an, dieses Warten und Hoffen, dass hier irgendwas in Bewegung kommt, was möglicherweise schon lange nicht mehr wirklich in Bewegung ist, zum Stillstand gekommen ist, im Sande verlaufen ist. Und es fällt euch so, so schwer, diese Hoffnung, diese Wünsche aufzugeben. Ja, aber das hält euch weiterhin hier an der Blockade. Für andere Menschen zeigen diese beiden Karten an, dass es euch gelingt, euch zu befreien hier von dieser Teufelenergie, von dieser Blockadeenergie. Ja. Drei der Stäbe hat oft so mit diesen ersten Schritten zu tun, ja, neuen Horizont sozusagen auch für sich zu sehen. Und der Ritter der Münzen dann dementsprechend, der legt hier ein neues Saatkorn in die Erde. Ja. Hier ist ein Neustart, ein Neubeginn. Der Ritter der Münzen hat eine sehr langsame Entwicklungsgeschwindigkeit für gewöhnlich, ja. Sprich, die Dinge entstehen nicht abrupt, entwickeln sich nicht abrupt, die brauchen Zeit, Geduld und Hingabe, ja. Aber trotzdem, für gewöhnlich ist das, was sich dann daraus entwickelt, nachhaltig und langfristig, ja. Und es lohnt sich eben dann auch oft, die Geduld aufzubringen, ja. Ja, das Ass der Schwerter hier also nochmal, und ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ja, hat oft mit Erkenntnisprozessen zu tun. Ja, sich letztendlich von gewissen Illusionen auch zu lösen, ja, die einem entweder von außen vorgespielt worden sind oder in denen man sich selbst vielleicht auch so ein bisschen verstrickt hat. Wirklich einen Klarblick auf eine Situation zu werfen und aus diesem Klarblick heraus nun Entscheidungen zu treffen. Ja. Ja, König der Kelche und der Stern. Ja, der König der Kelche könnte jemand sein, der in diesem Monat eine besondere Rolle spielt für euch. Aber wie gesagt, geschlechterunabhängig. Und der König der Kelche kann für Freundschaft stehen. Ja, jemand, der euch wirklich empathisch entgegensteht oder ja, zur Seite steht, sollte ich wahrscheinlich eher sagen, jemand mit einem großen Einfühlungsvermögen, der euch hier möglicherweise unterstützen kann, der die euch unterstützen kann, zu dieser Klarheit zu finden und vielleicht auch den Mut dadurch geben kann, ja, die Dinge umzusetzen, die jetzt für euch richtig und wichtig sind, ja. Hier haben wir außerdem noch den Stern mit dazu, Wassermannkarte, die Karte der Zukunft, die Karte der neuen Visionen, der neuen Wünsche oder generell der Wünsche
und auch eine Karte, die ganz, ganz stark mit dem Thema Herz- und Seelenheilung zu tun hat. Ja. Sprich, hier kommen möglicherweise auch gewisse Inspirationen oder durch Gespräche, durch Unterhaltungen kann man vielleicht gewisse Aspekte erkennen und auch Möglichkeiten und Chancen für sich erkennen, die man zuvor nicht erkennen konnte. Ja. Gibt einem also hier auch nochmal Rückhalt, Rückendeckung, um neue Visionen für sich auch zu kreieren und zu schaffen. Der Stern hat so ein bisschen auch mit dem Thema zu tun, was ich hier beim Magier zu Beginn schon gesagt habe, den eigenen Wert zu erkennen, die eigenen Fähigkeiten zu erkennen, die man hat, zu erkennen, dass man einzigartig ist und dass diese Einzigartigkeit, die jeder Einzelne mitbringt, auch einen Wert hat, wertvoll ist und einen Sinn hat. Ja, es hat einen Sinn, dass wir hier sind. Ja, und so wie wir sind, dürfen wir uns auch einbringen. Und so wie wir sind, dürfen wir auch gestalten. Ja, ja. Ja, der Eremit, also hier nochmal, und der Eremit trägt eben ja genau diesen Stern hier in seiner Laterne. Sprich, in dem Moment, wo ich in der Dunkelheit stehe, bildlich gesprochen, ja, wo ich mit Ängsten zu tun habe, mit schwierigen Zeiten zu tun habe, mit Enttäuschungen zu tun habe, ja, lasst das helle Licht in euch den neuen Weg weisen, ja, findet Kraft in euch selbst, mit euch selbst. Natürlich ist es schön, wenn man Unterstützung hat im Umfeld, ja, und es sind zwei Karten hier, die mit Unterstützung auch zu tun haben. Nichtsdestotrotz, letztendlich, wie gesagt, muss jeder für sich Entscheidungen treffen. Und die kann einem keiner abnehmen. Ja, man kann Impulse geben, man kann Hinweise geben, von außen, aber letztendlich müssen die Entscheidungen von jedem selbst getroffen werden. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ja? Deswegen steht der Eremit hier auch auf dem Berggipfel. Da ist es kalt, da ist es einsam. Ja? Aber man hat von dieser Stelle aus auch den weiten Blick. Ja? Und dieser weite Blick, sprich langfristiges Denken, langfristiges Planen, sich ehrlich auseinanderzusetzen mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen, mit den eigenen Zielsetzungen. Das ist das, was euch hier rausführt, sozusagen aus der Dunkelheit. Ja? Und das geht natürlich auch am besten in der Verbindung mit der eigenen Herzenergie. Ja? Das betone ich auch nochmal wegen dieser 9 der Schwerter, aber da komme ich zum Schluss drauf zu sprechen. Ja, wunderbar. 6 der Schwerter und die Kraftkarte. Ja. Sprich, hier findet eine gedankliche Weiterentwicklung schon mal statt. Ja, ich setze mich wenigstens mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Ideen auseinander. Die Kraftkarte könnte darauf hinweisen, dass der ein oder andere von euch auch in den Mut findet, diesen neuen Gedanken auch neue Taten folgen zu lassen. Die 6 der Schwerter kann mit räumlichen Veränderungen auch zu tun haben. Das hatten wir hier vorne schon mal. Umzüge, wie gesagt, Reisen, in die Distanz gehen eben zu einer vorangegangenen Sichtweise, Einstellung, aber auch ganz konkrete materielle Situationen, ja. Wechsel des Arbeitsplatzes, beruflicher Wechsel generell, ja. Also hier sind Veränderungen angezeigt und aber ganz wunderbar ist vor allem diese Kraft, denn die hat damit zu tun, dass man hier in die Tiefe geht und nicht mehr so sehr an Altem festhält aus Ängsten. Ja, die Kraftkarte hat eben ja mit Kraft und mit Mut eben auch zu tun. Ja, Mut, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, aber auch Mut, sich auf Neues einzulassen. Mut, sich vor allem mit dem eigenen Herzen auch in Verbindung zu setzen und zu gucken, was möchte mein Herz, was möchte meine Seele, wo möchte meine Seele mich hier hinführen. Ja, und es geht hier bei diesen inneren Botschaften immer um Heilung. Ja, auch wenn der äußere Weg sich dahin vielleicht anstrengend gestaltet. Es ist nicht Sinn und Zweck und Ziel,
diesen Schmerz zu verursachen, diese Anstrengung zu verursachen, sondern das, wo es hingeht, das ist dann das Ziel. Und das hat eben oft mit Heilung zu tun, mit Wunscherfüllung zu tun, ja, mit neuen Visionen zu tun. Ja. Ja, 8 der Kelche, auch das eine Karte, die mit Veränderungsprozessen zu tun hat. Oft ein Hinweis darauf, dass es uns nicht so einfach fällt, uns darauf einzulassen, weil wir emotional oft mit einer Situation stark verbunden sind, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Aber wir sehen, verstehen, fühlen, dass das Essentielle in dieser Situation einfach nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Und auch diese Karte hat mit Kraft und Mut zu tun, ja, der Kraft und dem Mut, sich auf diese Veränderung einzulassen. Fünf der Stäbe und die 7 der Kelche. Ja, ich sehe diese 8 der Kelche hier auch noch mal eher als Hinweiskarte. Ja, wie gesagt, die Entscheidung muss jeder für sich treffen und ich habe das Gefühl, einige von euch sind hier in einem inneren Kampf, ja, in der inneren Konkurrenzsituation mit sich selbst zwischen gewissen Erkenntnisprozessen, aber wie gesagt auch, ich denke, da sind bei vielen immer noch Hoffnungen im Spiel. Ja, die 7 der Kelche kann mit Illusionen zu tun haben. Ja, wie gesagt, falsche Hoffnungen, falsche Versprechungen, die von außen initiiert sind oder die ich in mir selbst lebendig erhalte. Ja. Für andere geht es darum, dass durch dieses sich einlassen auf die Veränderung, auf einen neuen Weg, neue Inspirationen kommen, sich neue Möglichkeiten auftun, bei denen noch Unklarheit herrscht, was ist tatsächlich die richtige Richtung, was ist für mich der tatsächlich richtige Weg, wo möchte ich tatsächlich hin. Das wird sich aber mit der Zeit rauskristallisieren. Und ich denke, es ist hier erstmal wichtig, generell offen zu bleiben für verschiedene Impulse, für verschiedene Ideen, für verschiedene Möglichkeiten. Ja, sich da trotzdem dann in der Tiefe mit auseinanderzusetzen und zum späteren Zeitpunkt dann eine Entscheidung zu treffen, was ist genau der richtige Weg, in welche Richtung genau möchte ich jetzt einschlagen. Ja, ja. Ich denke, das Wichtigste ist hier dieser Anfangsmoment zu sagen, was auch immer ich jetzt zurücklassen muss, lasse ich zurück. Ja. Der Rest wird sich später sozusagen rauskristallisieren und verdichten. Ja, ich denke, die 9 der Schwerter, auch die taucht hier wahrscheinlich in unterschiedlichen Bedeutungen auf für die unterschiedlichen Menschen, die zuschauen. Ja, manche, vor allem die Menschen, die sich hier total schwer tun, sich auf diese Veränderungen einzulassen, festhalten daran und dadurch sozusagen in dieser Teufelenergie verhaftet bleiben. Ja, der Weg wird nicht einfacher und nicht kürzer dadurch. Und das könnte diese 9 der Schwerter hier durchaus anzeigen. Ja, ja. Für andere, ja, die Jungfrau ist natürlich so ein bisschen Klischee, aber neigt ja zum starken Denken, Grübeln, Analysieren. Achtet darauf, dass eure Gedanken nicht zu dunkel und nicht zu negativ sind, vor allem euch selbst gegenüber nicht zu negativ werden, ja, zu sehr in den Zweifel gehen. Das kann daraus entstehen, wenn ihr das Gefühl habt, okay, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen und ich möchte das Alte hinter mir lassen, aber was kommt jetzt? Wo soll ich hingehen? Das kann dazu führen, dass man hier in so eine, ja, wie soll ich sagen, ja, erstmal in so eine Phase gerät, wo ganz, ganz viel Unsicherheit herrscht und dann natürlich die Tendenz da sein kann,
dass man sich überwältigt fühlt, überfordert fühlt und das Ganze erstmal alles in einem sehr, sehr negativen Licht sieht. Ja, aber die Neun der Schwerter ist eine Karte, die eigentlich nur mit Destruktivität zu tun hat. Ja, hier ist überhaupt kein konstruktiver Ansatz. Das ist eine, kann eine sehr, sehr belastende Energie sein, diese Neun der Schwerter. Aber nochmal, Schwertkarten sind hauptsächlich Gedankenkarten, ja? Und die Kontrolle über die Gedanken haben wir selber, jeder Einzelne. Deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ich kontrolliere meine Gedanken. Ich bin der Beobachter meiner Gedanken. Ich bin nicht meine Gedanken. Schon alleine sich das bewusst zu machen, kann unglaublich helfen, mit bestimmten Gedankenmustern umzugehen und die auch aufzulösen. Nicht mit einem Fingerschnipp, aber schrittweise. Ja? Seid aufmerksam mit euch selbst. Ja? Geht aufmerksam mit euch selbst um. Beobachtet eure Gedanken. Und wenn ihr feststellt, ich fange an, hier in eine total negative Richtung zu denken, in eine total angstbesetzte Richtung zu denken, versucht, was anderes zu machen, dieses Gedankenmuster zu durchbrechen. Ja? Und wenn es ist, dass ihr eine vertraute Person anruft, ja, oder irgendwas tut, was euch für diesen Moment Freude bringt, ja, die Gedanken euch tatsächlich auf andere Gedanken bringt. Und es geht nicht darum, in die Verdrängung zu gehen, aber wenn ihr in negativen Gedankenspiralen steckt, ist es sehr, sehr schwer, sich in irgendeiner Form konstruktive, aufbauende, lösungsorientierte Gedanken zu machen. Deswegen ist es oft sinnvoller, das ganze Thema doch mal kurz an die Seite zu schieben, sich mit was zu beschäftigen, was die ganze Energie erstmal wieder nach oben bringt, ja, und dann in einem guten Moment, dann kann man sich konstruktive Gedanken machen und sich mit gewissen Themen auch gedanklich wieder auseinandersetzen, ja. Ja, das sind doch mal noch schöne Abschlusskarten, trotz der Schwierigkeiten, die sich ja hin und wieder zeigen in dieser Legung. Drei der Kelche und das Rad des Schicksals. Ja, Drei der Kelche, die Erntedankkarte. Ja, ist allerdings Merkur im Krebs, wenn ich mich nicht vertue. Venus. Nee, doch, Merkur im Krebs. Ja, Merkur, den hatten wir hier vorne schon. Merkur ist natürlich der Gott der Sprache und der Gedanken, der Kommunikation, sprich. Und Krebs hat auch zu tun mit dem, was mich aufbaut, was mich nährt, was mich stützt. Ja, ist ja auch, hat mit Familie zu tun und das muss nicht nur die direkte leibliche Familie sein, sondern einfach auch die Menschen, mit denen ich mich wohlfühle. Sprich Kommunikation mit Menschen, die mir gut tun, die mich aufbauen können, die mich auffangen können. Ja, die vielleicht sagen, lass uns einfach einen Spaziergang im Park machen oder lass uns einen Kaffee trinken gehen, was auch immer. Ja, das sind diese, genau diese Energien, die euch hier rausbringen aus der Negativität. Ja, und das Rad des Schicksals, auch das hat mit tiefgreifenden Veränderungen zu tun. Aber hier geht es darum, dass ich jetzt bereit bin, mein Schicksalsrad in die eigenen Hände zu nehmen und zu sagen, okay, ich gehe mit dieser Situation jetzt um und ich gestalte aber zumindest zu einem Teil, zumindest mit dem, was in meinen Fähigkeiten liegt, wo ich mich jetzt hinbewegen möchte, wie sich die Dinge für mich entwickeln möchten. Ja, sprich, auch wenn das zwischendrin im August nicht so ganz einfach ist, mir scheint langfristig, ja, kommt ihr wieder in eure Kraft, habt neue Richtungen, neue Visionen für euch und auch die Kraft, ja, das zu gestalten. Ja. Und ich denke, es ist gut und wichtig, wenn ihr auf die Unterstützung Entschuldigung, auf die Unterstützung in eurem Umfeld auch zurückgreift. Denn ich denke, die meisten von euch haben hier Menschen, die für euch da sein möchten und ja, die euch einfach hier Rückendeckung auch geben können. Ja, okay.
Ich denke, das ist das, was ich euch hier erstmal für den August sagen kann. Und ich wünsche euch viel Kraft, den Glauben an euch selbst, das Vertrauen in euch selbst und ja, alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.